Juhu, Minecraft-Freunde. Verdammt, was war das für ein Geräusch? Ich wollte eigentlich total schön euch begrüßen und euch herzlich willkommen zum nächsten Let's Show-Teil. Willkommen heißen, willkommen und so. Ja, schön. Es ist jetzt 0.55 Uhr und wir sind bei Teil 2 von meinem Let's Show. Und ich wollte euch jetzt die Monsterfalle zeigen. Einmal gehen wir jetzt durch den Berg, gucken, ob hier drin irgendwas ist. Nein, da habe ich sonst nicht weitergebaut. Eigentlich wollte ich da noch was reinbauen, aber... Ja, was soll ich denn noch irgendwo rein? Na, das ist mit dem Zombie-Mod und diesem höheren Springen aber gewöhnungsbedürftig. Also einmal geht's hier zur Monsterfalle, wo die Monster ihr Leben leben. Oder halt auch nicht. Da geht's in Richtung Tempel, wobei der Tempel nicht wirklich groß ist. Hier ist meine Aussichtsplattform, die ich mir mal gebaut hatte, damit ich wieder nach Hause finde. Und hier geht's runter in die Minen. Oh, wir können uns meine Minen später noch angucken. Da geht's runter in die Minen und auch in die Monsterfalle. Also es ist alles angeknüpft. Man kann auch von meinen Minen, die man von meinem Haus aus erreicht, in die Monsterfalle klettern. Das ist ganz schön. Aber wir gucken zuerst mal, was hier los ist. Ein Spaß für die ganze Familie. Unglaublich, meine Damen und Herren. Wir betreten jetzt die Monsterfalle 2000. Brains. Die Monster sind direkt hinter dieser Wand. Gut zu wissen, dann reiße ich sie nicht ein. Gucken wir mal hier. Hallo, ist da irgendwas? Manchmal läuft hier oben was rum. Ich weiß nicht, wie die Viecher das schaffen, aber... Hier was? Hallo? 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 Ding-dong. Kuckuck. Nee, hier ist nichts. Dann gucken wir mal weiter. Hier haben wir... Ach, ich habe hier alles einsortiert. Ja, oh Gott. Ach, habe ich hier brav alles einsortiert. Denn die ist sehr ergiebig, die Monsterfalle gibt es auch. Ja, Knochen ohne Ende. Hier kann man... Das ist das Programm. Das Geniale ist, ihr müsst euch vorstellen, ich hatte in der Monsterfalle mal 5 Hühnchen. Ich weiß nicht, wie sie dort reingekommen sind, aber es waren 5 Hühnchen in meiner Monsterfalle. Das bestätigt die Theorie, dass Hühnchen zu den Bösen gehören. Und Slime hatte ich noch nie, ist auch nicht so wichtig. Oh, was machen die da? Balletttanz? Sterbt doch wohl verletzt. Ja, hier sieht man, wie meine Monsterfallen angeknüpft sind. Das sind 2 Stockwerke. Mehr habe ich nicht, das reicht mir auch. Das ist durch ein ganz spezielles Wasserflusssystem geregelt. Mit diesem Wasserfluss wird die Monsterfalle sehr ergiebig. Ja, das kann man hier schon sehen. Dann kann man hier noch schlafen. Ist das nicht toll? Wunderbar. Was soll denn das hier? Weg da mit dem Bild, das passt hier überhaupt nicht hin. Warum ist das da vor? Das passt da auch nicht hin. Ja, hier unten habe ich das einfach mal so ein bisschen kuschelig eingerichtet. Das brauchen wir jetzt eigentlich nicht, weil diese verbackten Türen sowieso nicht ordentlich funktionieren. Gehen die noch auf? Kann man die noch benutzen? Ja. Das habe ich, das habe ich immer genommen, wenn ich dann noch so Schrott hatte, den ich wegsortieren wollte. Wie meine Monsterfallen aufgebaut sind, die habe ich schon ganz zu Anfang gemacht. Das ist eines das Erste, was ich gebaut habe. Inspiriert von diesem Amerikaner, der dir dieses große System mit diesen großen Spawn-Etagen eingeführt hat. Dieses Video hatte Gronkh, glaube ich, mal verlinkt oder als Favorit hinzugefügt. Da habe ich mich gleich inspiriert gefühlt. Wir werden jetzt, Moment, in den Creative Mode wechseln. Deswegen habe ich ja auch das noch installiert. So. Damit uns die Viecher einfach nicht angreifen. Können wir uns jetzt einfach mal hier durchklatschen. Und gehen mal hier reingucken, wie das hier innen drin... Guten Tag, Herr Skelett. Na, wie geht es Ihnen? Finden Sie den Tag auch so bezaubernd wie ich? Ich habe hier einen Skelett-Spawner gefunden und deswegen habe ich um den Skelett-Spawner drumherum dieses System gebaut. Dieses System mag am Anfang nicht ganz so ergiebig erscheinen. Die Tatsache ist aber, dass man einfach damit lange Etagen anknüpfen kann. Ich weiß jetzt nicht, wie gut man das im Video sieht. Einen Augenblick. Wir brauchen jetzt mal ein bisschen Fackel. Setzen eine diese Enderman. Das ist halt so gelöst, dass die Schilder hier zwischen die Möglichkeit lassen, Wasserlauf zu bringen. Ab und zu bleibt hier ein Monster stehen, aber die schubsen sich auch gegenseitig weiter, sodass sie dann letzten Endes doch irgendwo da unten landen. Oh, da sind Creeper. Diese Enderman. Diese Enderman. Bla bla bla, Mr. Enderman. Mr. Enderman. Hier kommt man in meine Minen. Da gibt es eine Tür weiter, die knüpft dann Anschluss. Warum mir so viel Licht durchfällt, weiß ich nicht. Ich könnte mal... kann man das... Ich wette, das vermindert so ein bisschen das Monster-Spawn, wenn hier so viel Licht fällt. Dann kann man das vielleicht auch ein bisschen eindämmen, indem man hier... Jo, ja, sie cheatet sich jetzt Steine im Creative-Mode hin. Das macht mich voll wütend und böse. Ja, das ist so ganz... Was ist denn da für eine Party? Und ich bin nicht eingeladen. Die kommen in den direkten Wasserfluss. Das hier ist... Das ist Enderman. Diese blöden Enderman. Sag mal, hört mal auf, mich zu schubsen. Ja, das finde ich jetzt nicht genau. Der Wasserfluss geht direkt runter und wir haben hier unten drunter noch eine Etage. Möchte ich mich jetzt nicht... Nein, 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 nein. Uah. Ich möchte mich jetzt eigentlich nicht in den Tod stürzen. Ich habe es zwar gerade eben versucht, erfolgreich fast, aber... So, die Endermen haben hier aber sonst keine Steine geklaut, was mit dem Wasserfluss Probleme bringen könnte, ne?
Haben sie nicht gut. Geronimo! Ach, geschafft. Also, dann gehen wir jetzt mal wieder raus hier und lassen die Monster jetzt mal da drin fröhlich. Also, sie müssen ja nicht in den Wasserfluss laufen. Sie können es, aber sie müssen es nicht. Okay, nicht das Feuerzeug auswählen, das hat böse Konsequenzen. Es wird jetzt auch draußen schon wieder dunkel, deswegen will ich trotzdem den Creative Mode wieder ausschalten, weil ich möchte einfach mit euch so ein bisschen echter durch Minecraft laufen. Ich habe mir extra meine letzten Diamanten zum Teil benutzt, um mir ein Diamantschwert zu machen, was ich eigentlich nie brauche, weil ich sonst den Rest einfach aus dem Weg gehe. Oh, es wird jetzt wirklich mal dunkel. Ein Vorteil hat es, dass es jetzt dunkel wird, dass wir jetzt die Tempelanlagen in voller Schönheit betrachten können. Das sind meine Tempelanlagen, die sind noch immer nicht fertig. Ich bin immer noch nicht zufrieden mit ihnen, aber hier hat man gesehen, was ich mit dem ganzen Glowstone angestellt habe. Ja, das stellt man an hier, ne? Wir sind ja da, den haben wir das angestellt, ne? Oh, das ist Nacht, da wird es natürlich sofort von der Musik her viel knorkiger, ne? Und mal einen schönen Blick nach draußen, ne? Das ist so richtig schön. Oh, hier gibt es bestimmt auch wieder... Moment. Verbuggt! Schande auch. Ja, also das hier, ne? Das ist der Weg zu meinem Tempelanlagen, deswegen passt die Musik hier auch super klasse. Moment, das geht also nicht. Nee, das kann man so nicht anbieten. Wieder meine Lieblingsmusik. Bitte nicht so laut. Ist hier unten schon was gespawnt? Hallo! Ach, Zombie. Ein Marvin. Das Geheimnis, warum ich die Marvins Marvin nenne, ist gar kein Geheimnis. Ich habe es einfach eines Tages gesagt. Ich habe einfach gesagt, oh, guck mal, da ist schon Marvin. Ist schon lustig. Das war kein... Es gab keinen Grund. Es gab keinen Grund, warum Marvin. Er heißt einfach Marvin. Das ist einfach so. Vielleicht wegen Marvin Hamlisch. Man weiß es nicht, wer jetzt Marvin Hamlisch kennt. Also, thumbs up. Ja, da gibt es kein Geheimnis. Hier habe ich einfach so genannt. Was ist da unten? Was ist da unten? Was ist da unten? Ach, da ist mein U-Bahn-Schacht. Ach, da ist ein U-Bahn-Schacht. Ach, ist ja schön. Was glitzert? Ist das ein Pilz? Oh, das ist ein Pilzer! Pilzer, ich baue doch noch! Ach so, jetzt kann man sich ja mit Bauenmehl und so, dann sind Pilze ja gar nicht mehr so toll, ja. Vergesse ich. Creeper. Egal. Hier geht es in meine Anführungszeichen, also ist kein richtiger Tempel. Da gibt es dann dahinter auch noch ein kleines Geheimnis, aber das möchte ich jetzt noch nicht lüften, weil das irgendwie doof ist. Wenn es fertig gebaut ist, ist das viel weniger doof. Und hier gibt es meine Nyan-kettige Wohnung. Es kommt natürlich besser, wenn hier Nyan-Cats auf den Betten sind, aber ich habe ja wie gesagt das Grand-D-Texturenpack gerade mal drin. Einfach weil ich es kann, einfach weil ich es habe und ihr nicht. Ja. Wenn das fertig ist, gibt es das zum Download. Ich möchte Animated Textures und Random Mobs eingebaut haben, damit ihr bei den Mob-Texturen richtig Spaß habt und auch bei den Objekttexturen richtig Spaß habt und dann wird das richtig witzig. Wir werden jetzt gleich die Gelegenheit nutzen, hier schlafen gehen zu können. Also hier habe ich einfach ausgebaut, schön kuschelig, schön bunt, mit Tischen. Da habe ich diesen Halbstein-Trick da benutzt, den irgendwie jeder benutzt. Hier mache ich, mache mit Pistons immer gerne Tische. Das finde ich immer sehr hübsch. Da ist sonst nichts drin. Hier ist auch nichts drin. Das hätte mich gewundert. Hier haben wir einen Balkon. Draußen nichts nicht los, gehen wir schlafen. Ich bin eh müde. Ich habe schon 1:03 inzwischen. Oh, was? Schon morgen? Oh, das war aber kurz. Ich fände es ja... Also ich weiß ja nicht... Ich möchte jetzt mal so eine kleine Minecraft-Meinung von mir geben. Was würdet ihr davon halten, wenn man in Minecraft träumen könnte? Stellt euch vor, jedes, keine Ahnung, Zufallsprinzip, wenn ihr euch ins Bett legt und einschlaft, kommt ihr in eine neue Welt. Wird ein neues Terrain geladen, ihr landet dort. Es ist eine neue Welt, eine alternative Welt mit ganz anderen Regeln. Vielleicht sowas wie der Äther. Und dort könnt ihr nochmal neu bauen oder neu von vorne anfangen. Habt dort eventuell Superkräfte. Oder könnt euch manchmal auch nicht von der Stelle bewegen. All diese Dinge, die man in Träumen so hat, dass man zum Beispiel nicht rennen kann, wenn man will. Dass man nicht, dass man plötzlich Superman ist und fliegen kann. All diese Dinge, die in Träumen vorkommen. Wäre das nicht toll, wenn das random passieren würde in den Betten in so einer alternativen Welt? Wäre das nicht... Das wäre super, dann wäre das Schlafen in Minecraft noch eine zusätzliche Erweiterung. Dann wäre das ein... Das wäre so unglaublich toll. Ja, okay. Nee, fand ich jetzt gar nicht so eine gute Idee. Also es ist jetzt mehr so ein uneuphorischer Beitrag von mir, ne? Finde ich jetzt gar nicht so gut, ne? Es guckst zu viel Dark Victory, ne? Deswegen klingst du so, wenn du so sprichst, ne? Wie jetzt weißt du, was ich damit meine, ne? Sab. Ja, okay, gehen wir mal zurück. Lassen wir diese verrückten Floskeln von mir richtig mit. Oh, ich komme in den Tunnel. Moment. Okay. Ich bin etwas merkwürdig drauf heute.
Ja, es könnten ja überall Creeper sein. Ich laufe hier so unbedarft durch die Gegend. Wir haben jetzt die Monsterfalle gesehen, wir haben jetzt die Tempelanlage gesehen. Jetzt, ach, wie geht's mal hier runter? Da ich mein Blumenbeet, manchmal ist da drin ein Creeper. Das ist sehr witzig, wenn ein Creeper von da oben reingefallen ist und der rennt hier drin rum so, ah, ich komme hier nicht mehr raus. Wollen Sie Versicherungen? Wollen Sie Versicherungen? Nee, willst du nicht. Da geht es, habe ich da schon alle Goldschienen verlegt? Ich glaube nicht. Ich habe kein Gold mehr inzwischen. Warum, weiß ja jeder, wegen den Schienenboostern. Was wollten wir denn? In die Minen! Ach ja, die Minen, das wollten wir ja noch. Das habe ich ja ganz vergessen. Und hier schon wieder ein Enderman. Diese Enderman! Und ich habe nichts dabei, was ich hineinfügen kann. Diese Enderman. Ja, Emin, genau. Dafür müssen wir nochmal hier nach unten. Denn wenn man das Portal nicht benutzt, dann kann Olga hier Treppen nach unten gehen. Und dann hast du ganz großes Spaß, weil du gelandet bist unten in Minen. Minen ganz groß ist witzig, weil manchmal in Minen noch Monster spawnen, obwohl ausgeleuchtet. Deswegen, wir müssen aufpassen. Hier unten, wollte ich mal eine Slime-Farm oder sowas machen oder keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie das mit den Slime-Farmen geht. Funktioniert offensichtlich nicht. Hab mich dann auch nicht mehr näher mit dem Thema beschäftigt. Ich glaube, ich bin hier auf dem falschen Level. Zu nah an der Lava schon. Aber Hauptsache, man kleidet es schön aus und dann funktioniert es nicht. Und jetzt bitte keine Kommentare, wie das geht. Ich kann mir ein Tutorial selber suchen. Das ist doch total süß von euch. Ich bin jetzt super lieb. Bitte nicht. Wetten, jetzt sind 5 Kommentare und drüber. Alles mit den Slimes geht du und du. Hallo? Monster? Nö, ich höre nix. Habe mich in der ersten Nacht in meinem Haus erstmal nach unten gebuddelt und festgestellt, dass hier unten gleich eine schöne Minenanlage ist. Das Ganze ausgebaut. Diese Strecke, die wir dort hinten sehen, die in die Richtung, die da lang, ist hier was? Ist hier was? Ist hier was? Nein. Die in diese Richtung geht, die hier so bis in... Das ist so dunkel. Ah, das liegt nur an dem Glas, ja. Die hier in diese Richtung geht, die habe ich mit Hellout gebuddelt. Da haben wir ja auch gecheatet, wie verrückt. Wer sich noch an den Livestream erinnert, das kann man, glaube ich, auch noch nachträglich gucken, der ja... Hier geht's sonst wohin? Da ist noch irgendwo dunkel. Ich habe hier ganz viel Lava verlegt. Ich habe dafür... Ich weiß, die Kiste ist ja auch noch irgendwo mit den Lava-Eimern. Ach, keine Ahnung. Das war aber noch in der Zeit, wo man sich so eine unendliche Lava-Dingsbums machen konnte. Oder ich hatte einen Mod dafür installiert, dass das geht. Na, ist ja auch egal. Trotzdem hatte ich eine ganze Kiste voll mit Eimern und hier ist sonst nicht viel Interessantes. Wobei... Nein, die Strecke können wir nicht fahren, weil uns das umbringen könnte. Hier ist sonst wirklich nichts Interessantes. Also, die Entdeckermine, da geht es noch in unbeleuchtete Gebiete, da möchte ich jetzt nicht hin. Ist nichts Besonderes, abgesehen davon, dass ich furchtbar viele Schienen und viel Gold verlegt habe. Ich bin, sagen wir mal, zu sehr viel Gold gekommen, weil, wenn man sieht, ich habe viel Zeit in den Minen verbracht. Hier sind wirklich... Boah, das sind unglaubliche Bereiche entdeckt und erkundet, weil ich das gerne gemacht habe. Übrigens meistens mit Monstern an, aber dann natürlich mit, sogar mit den Kopfhörern drauf, damit ich das Krächzen, das Stöhnen, das Knacken und das Quietschen sofort hören kann. Wenn es mit der Musik im Hintergrund kommt, das ist gar nicht so episch. Naja, also ihr wisst, was ich meine. Ja, und so. Na, ja, wollte ich mal gesagt haben. Gehen wir nach oben. Entspringen wir mal diesem ekelhaften Hüpfgeräusch. So. Wo könnten wir... Moment, wir gucken mal, wie lange nehmen wir schon wieder auf 13 Minuten. Ach, an dieser Stelle mache ich mal einen Cut. Wir gehen als nächstes zum Schloss und dann zur Militäranlage. Und dann gucken wir uns dann noch den Leuchtturm an und den Magierturm. Und dann gibt es noch ein paar Kleinigkeiten zu entdecken, von denen ich selber gar nicht mehr weiß, wo das alles ist. Vielleicht finden wir das ja. Bis zum nächsten Mal.